Hallo und willkommen zurück bei der FIFA 19 Karriere mit Preußen Münster. Und ja, wir haben jetzt unser erstes Freundschaftsspiel gegen, ja, einen Verein. Und ich würde dann einfach mal behaupten, stürzen wir uns ins Abenteuer. Schauen wir kurz mal noch, alles richtig, okay. Und dann würde ich mal behaupten, schauen wir mal, was wir so auf Weltklasse erreichen können. Das ist jetzt die Frage. Und ja, ich gehe da mit breiter Brust mal in die Vorbereitung. Ich wollte eigentlich auch erst direkt mit der Karriere anfangen. Dann habe ich mir aber gedacht, okay. Es geht also los in diesem Turnier. Heute das erste Dachte ich Gruppenspiel. mir eben, Sie okay, werden gleich zeigen wollen, dass Sie schon in guter es gibt Verfassung Geld und sind, als dass Preußen Sie Münster habe ich gut ja sowieso sind schon in ein sehr der dünnes Budget, dann Vorbereitung. kann Ich man bin das hier auch gespannt. gerne mitholen. Schauen wir doch mal auf die Startformation. Sie spielen heute im Weil wir brauchen ja 3-5-2. jedes Buschi, Geld, dein was wir Kommentar bekommen dazu. können. Das dürfte recht offensiv werden, Und ich muss mich natürlich entsprechend auch ja auch erstmal mit der eine Mannschaft einspielen. Uni-Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Oh, schöner Und das Pass auf ist unsere links. Chance, Ah, kurzen schade. Blick auf die Aufstellung zu werfen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Oh, was ist denn Denkt da? man Da ja pfeifen erstmal schon die gar nicht dran, Zuschauer. wenn Es man ist da doch nur gerade eine gar nichts Spitze Großartiges sieht, passiert. aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Na, was für ein Schwache unnötiger Aktion, Fehlpass. Ballverlust. So, passt mir auf den in der Mitte auf. Partie Ah, ist gut geklärt. unterbrochen, es gibt Einwurf. Einwurf. So. Kevin Pires Rodriguez. Ja, wer kennt ihn nicht? Kobylanski. Oh, Leon das hätte in Schwers. die Hose gehen können. Das ist auch in die Gut Hose gemacht, er hat den gegangen. Ball erobert. Bis jetzt sind wir noch ein bisschen zu unsicher mit dem Ball. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Oh Bei ja, der wo war denn das Abwehr wird das Foul? nicht leicht. Ach so, von denen, okay. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Klasse Schöner Pass. Pass. Den spielt er gut. Ah, schade, ich wollte Ermahnung rüberlegen. sagen, gibt Ecke. Aber Wenn ich mir das schon mal Wetter ein so schöner ansehe, bin Ansatz. ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ja, es regnet ordentlich. Vor allem für die Torhüter ist der nasse Rasen natürlich sehr gefährlich, weil der Ball nach Aufsetzern vor allem unheimlich schnell wird. Ah, unser Passspiel muss eindeutig noch ein bisschen verbessert werden. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Aber egal, wir sind wieder im Schön, wie Ballbesitten. Sie da die Offensive unterstützen. Kevin Pires Rodriguez. Fabian Menich. Gut, alte Menich. Jetzt können Sie gleich den Ball Oh, einleiten. schade. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Kevin Pires Rodriguez. Jetzt haben Sie den Ball verloren. So, aber jetzt wieder direkt Rückwärtsgang, Leute. Das könnte gefährlich werden. Oh nein. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und gibt's jetzt die Führung? Ah, Ja, das sehr ist gute natürlich schwach. Chance. Nennen wir Ganz sie klar, mal da für haben wir unser Ball SE. und der Trainer ist stinksauer. Oder für See. Aber wie gesagt, ich brauche natürlich Zeit für mich hier erstmal ein bisschen einzuspielen mit der Mannschaft. Und Kommt jetzt die Flanke da kommt rein? natürlich noch hinzu, dass Erstmal ich auch nicht gerade der rausgeforstet. beste FIFA-Spieler bin. Das Wer frühe meine Let's Stören hier. Plays. Es läuft aktuell leider noch das von letztes Jahr von Journey, weil ich das ein bisschen spät aufgenommen habe. Wenn Die das fertig Chance ist, jetzt werde ich aber vielleicht zum das neue Konter. Journey aufholen. Können Sie was? Toller Pass. Schöner Ball. Und jetzt die Chance. Und jetzt aber 1-0, Das ist das erste jawoll. Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Muschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Einwandfrei, Martin Kuplianski. So, da hätten Läuft wir doch schon also mal das gar nicht 1 zu schlecht. Ah, 0. für Mal die sehen, sich wie es hier wundern und das weitergeht. erste Video nicht gesehen habe, ich habe übrigens die Musik aus wegen den Richtlinien etc., weil da es öfter mal Huddel Zinnling. gibt, Ärger gibt. Was ich da Leon natürlich umgehe, indem Schwers. ich das gar nicht. Oh, indem ich es jetzt gar nicht erst Kevin anmache, da Pires muss ich nicht extra Rodriguez. immer irgendwas rausschneiden oder ersetzen.
Auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, Journey läuft noch das alte. Jetzt vielleicht. Und Tor 2-0. Diese Partie jetzt doch mehr oder weniger war auch ein schön herausgespieltes Tor. Auf jeden Fall wird das neue Journey dann folgen. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, wer das gesehen hat, das alte oder aktuell schaut, der weiß natürlich, dass ich kein Profi-FIFA-Spieler bin. So, der Treffer noch. Aber das hier war schön herausgespielt, muss ich sagen. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, aber ich bin auch ehrlich, ich kenne auch den anderen Dadaschow. Wir schauen noch mal kurz auf den Treffer mit. Ich kenne den Gegner auch nicht, ehrlich gesagt. Sönder, Jiske oder wie sie heißen. Wirklich ausgezahlt. Keine Ahnung, wie stark die sind. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Auf jeden Fall fängt so dann die Saisonvorbereitung schon mal sehr gut an. Kann ich mit zufrieden sein. Es gibt Einwurf. Dass dann in der Liga so weitergeht, wäre natürlich lobenswert. Da kommt die Flanke. Da kommt niemand ran. Das wird jetzt Abschluss geben. Und ich bin mal gespannt, wen wir noch alles holen. Fängt diesen Ball ab. Das Turnier ist top besetzt. Keine Frage. Naja. Dann freuen wir uns drauf, oder? Unbedingt. Top besetzt würde ich jetzt nicht behaupten. Wäre schön, dass wir... Mag den! Oh, der... Ah, schade. Der wäre geil gekommen. Ich bin echt mal gespannt, was wir diese Saison reißen können mit Preußen. Ob wir es schaffen, direkt aufzusteigen. Oder ob wir noch ein Jahr hier in Liga 3 rumdümpeln. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich kann die Gegner nicht einschätzen von der Stärke hier, wie das aussieht. Weil ich muss sagen, bei Ultimate Team habe ich noch auf Profi meine Probleme. Da hatte ich letztes Jahr auf Weltklasse fast gespielt. Aber hier geht es dann auf Weltklasse dann doch. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Naja, schauen wir mal, was geht und was nicht geht. Oh, schöner Ball auf Menik. Da wäre jetzt Platz. Flagge kommt ganz weit. Schön, oh, schön gehalten. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Da ist die Flanke. Jetzt ab. Ah, oh, schade. Die da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Ja, wie gesagt, Spiel auf Weltklasse und die Halbzeit geht, glaube ich, 5 Minuten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Und dann mischen wir mal die Liga 3 auf. Er hat den Ball, wird da was draus? Vielleicht der Anschlusstreffer! Wir sind, glaube ich, aber noch nicht im Pokal, ne, oder? Wimbledon. Dann die kenne ich, ja, aber der Rest kenne ich halt eben nicht. So, da es ja ein Freundschaftsspiel ist, fangen wir mal recht früh an zu wechseln. Ich weiß gar nicht, wie viel Wechsel ich hier habe. Waschewski kommt. Ja, wechseln wir mal zweimal und dann schauen wir weiter. Ah nein, es ist ja international, aber ich weiß nicht, ob das zählt wie als Freundschaftsspiel. Oder ob das überhaupt hier bei FIFA im Freundschaftsspiel so ist, dass man so oft wechseln kann, wie man will. Ich weiß das gar nicht. Das ist eine gute Frage. Jetzt die Chance. Na egal, wir haben jetzt zwei Wechsel gemacht und den dritten machen wir später. Das ist alles schon im Bereich des Ordentlichen. Können wir so machen. Leon Schwers. Schön. Wir kommen jetzt über außen. Bei Menich läuft heute viel. Ah, die Flanke zu weit zum Torwart. Schade, wäre wieder eine super Chance gewesen. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er hat sein Tor gemacht, sie liegen vorn. Bislang kann er wirklich zufrieden sein. Das wird auch der Trainer nicht anders sehen. Jetzt wird's gefährlich. Kevin Perez Rodriguez. Und wieder über Menich. Sie haben Platz. Und der kommt das durch. War schlecht vom Abwehrspieler. Und die Flanke, oh, schon wieder zu nah auf den Torhüter. Was war denn jetzt? Er gibt das Foul und Freistoß. Naja, habe ich aus Versehen den Torwart umgehauen. Spieler kommen jetzt rein ins Spiel. Ja, mir nicht flanken, sollten wir vielleicht noch ein bisschen üben. Also trainieren. Wilson. Oh. Der war kein Abseits, scheiße. Auf außen ist Platz. Die Flanke bleibt hängen. So, erstmal geklärt nach dieser. Ja, höchstens lernen nochmal den Ball zu stoppen. Fast so wie ich. Kevin Perez Rodriguez. Auch dieser Ball kommt an, das macht schön. Er gut heute. Jetzt ist Platz für den Konter.
Tja, konnte. Schöne Aktion. Oh, schön, Dadaschow. Gut in den Lauf gespielt. Er schießt. Oh. Das war knapp. Jetzt will er nochmal neue Impulse. Das war echt sauknapp. Ah ja, wir müssen ja noch ein paar Verträge verlängern. Das müssen wir auch gleich nochmal, beziehungsweise mal einen. Immer wieder ein bisschen. Dass es nicht sich zu lange zieht und zu langweilig wird. Schön aufgepasst. Guter Pass. Ah. Aber ich sage mal, mit dem 2-0 können wir ja zufrieden sein. Sind bis jetzt klar die bessere Mannschaft. Geht gut dazwischen. Weg ist aber dabei. Im Passspiel haben wir noch zu viele Macken, zu viele unnötige Fehlpässe. Klasse Pass. Ah, der war schön gedacht, ein bisschen zu zart. Und wieder Baschewski. Jetzt die Flanke. Oh, schießt der genau auf den Torwart. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. So, jetzt bringen wir mal noch Borgmann. Ah, scheiße. Naja, egal. Jetzt der Eckball. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Ah, nicht schlimm. Wir haben noch genug Zeit, genug Tore zu schießen. Oh, Torwart. Er versucht's mit dem Heber. Oh, der wäre geil. Der wäre geil gekommen. Oh, wir können wieder wechseln. Okay, wir wechseln jetzt einfach mal durch. Wir haben anscheinend doch mehr wie drei Wechsel. Ja, ich hatte gedacht, der Torwart geht schneller ran, aber das war dann wohl Fehleinschätzung. Eine kleine Fehleinschätzung, aber nicht weiter tragisch. Mit Pech hätten wir den Anschlusstreffer kassiert, aber. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Ja, das war schlecht ausgespielt. Richtig schlecht. Zimling. Oh. Das wird gelb geben. Oh, die haben jetzt aber auch wieder ein Glück. Jetzt kann er flanken. Abgeblockt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Oh, was ein schöner Ball. Gefährlich. Schön. Nein, schießt jetzt auf. Schießt er. Oh. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Oh, Mann. Das hätte sie jetzt sein können. Wir haben aber echt kein Glück. Ärgert sie, das ist nicht zu übersehen. Es tut sich was an der Seitenlinie, Buschi. Hier gibt's jetzt den Wechsel. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Da ist der Ball weg. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Jo, tritt mir in den Fuß. Hallo, Schiri. Komm, zieh. Tolles Zuspiel. Format. Da kommt er raus und hält den Ball. Sehr gut, Schnitzler. Vier muss ich mal an Schnitzel denken. Zu absolvieren hier. Ein guter alter Schnitzel. Jetzt der Schnitzel. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ja, ich sag mal dazu gar nichts. Heidemann. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Ah. Sie bekommen einen Einwurf. Da waren wir nicht schnell genug. Werden. Tobias Waschewski. Und geht. Oh, was machst du? Wenn so ein ich hab das falsche Knöpfchen gedrückt. Verflixt. Wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher. Lassen wir, also die Chancenverwertung heute ist wirklich unter aller Sau. Genau wie das Passspiel. Ansonsten. Kann man auf die Leistung auf jeden Fall aufbauen. Das Passspiel und die Chancenverwertung müssen wir auf jeden Fall ändern. Kevin Perez Rodriguez. Ansonsten ging es eigentlich, fand ich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie schlecht oder gut die hier sind. Von daher, naja. Schauen wir mal. Werden wir jetzt auf jeden Fall mal noch den ein oder anderen Vertrag verlängern. Ich denke mal einen und dann mal noch auf dem Transfersmarkt schauen.
So, 3 Tage. Oh, wir haben Post. Die Post ist da. Tobias Rühle zu kaufen. Nein. So, Scout. Ich habe Ihnen meine Abschlussbesprechung Brian geschrieben. Wir schauen jetzt mal rein, welche das wieder waren. Insgesamt 58, okay. Und der hier. Dann fragen wir mal bei beiden an. Auf jeden Fall erstmal bei dem einen, dann bei dem anderen. Aber erstmal verlängern wir einen Vertrag. So, Schwarz, Alter, okay. Den lassen wir mal noch aus. Obwohl, ein Jahr könnten wir eigentlich noch dranhängen, ne? Wieso eigentlich nicht? Können wir ihn immerhin irgendwann noch verkaufen. Ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber ich baue eigentlich immer gerne mein Team sehr jung auf. Ja, wir machen aber zwei draus. Ein Jahr ist nicht verhandelbar. Geben wir ihm einfach mal das Doppelte. 2000 ist, glaube ich, okay. Vielleicht will er dann keinen Einstiegsbonus und so ein Käse. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt zu viel ist oder das ist 2000. Das sind 8 im Monat. Naja. So, okay. Dann schauen wir mal. Freier Spieler, okay, Stürmer. Ich denke, den holen wir uns auch noch. Die Frage ist dann, Laie vorschlagen. Ich glaube nicht, dass der bei uns wechselt. Von Liverpool ist nicht, ich kann es mir beinahe nicht vorstellen. Da war Klopp. Ein Jahr. Okay. Was für ein Gehalt hatten der überhaupt? Gehaltsbudget. Das ist doch schon. Aber wir machen mal 50-50. Okay. Ist zwar dann doch schon eine Hausnummer, aber egal. Den da werden wir uns dann auch noch kontaktieren. Okay. Dann haben wir schon mal ein paar Reservestürmer nochmal. Gehaltsempfehlung. Okay. Rotation. A2 Vertragsdauer 2 Gegenangebot 3 Jahre. Übergehen. Und da würde ich dann sagen, knallen wir dem einfach auch das 2000 Angebot auf den Tisch. Okay. So. Dann haben wir jetzt also einen neuen Spieler. Ist der schon da? Ja, mit 59. Der ist gar nicht mal so verkehrt, denke ich. Dann machen wir den hier mal auf die Bank und ihn machen wir rein. So, was uns jetzt noch fehlt. Ja, Mittelfeld haben wir genug. Ist vielleicht noch, also wie gesagt, wenn wir einen Stürmer noch ausgeliehen bekommen, haben wir das auch schon mal. Und dann vielleicht noch einen Innenverteidiger. Ich will mit eigentlich möglichst breitem Kader starten, weil ich nämlich auch für meine roten Karten etc. bekannt bin. Ich schaue mal noch, ob ein freier Spieler als Innenverteidiger zur Verfügung steht. Ansonsten werden wir in der Winterpause dann vielleicht auch mal ausmisten. Und vielleicht den einen oder anderen, vielleicht verkaufen wir Schwarz etc. Also die alten Mittelfeldleute, wir haben genug. Oh, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. 17 Jahre.
Transfers, Dings und zack. Okay, dann haben wir das nämlich auch schon mal. So, dann schauen wir jetzt mal die Tabelle an. Aktuelle Erster, das ist nicht schlecht. Jetzt spielen wir gegen AS Gruppe A und Gruppe B. Gegen Wendy Cell. Okay, die haben das erste Spiel unentschieden gespielt. Wenn wir das gewinnen, sind wir eigentlich schon fast durch, ne? In der Gruppe auf jeden Fall mal. Und da würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge machen wir dann mit der Vorbereitung weiter. Da würde ich sagen, bis dann. Ciao, ciao.